Grüß euch, ich bin der Bernie von Burton. Wir sind heute bei der Firma Moorboards und ich zeige euch jetzt das neue Custom X. Das Custom X ist das härteste Board in der Range. Das hat eine satte Vorspannung. Wenn man das Board flext, wird man feststellen, da steckt richtig PS drinnen. Das ist ein Bock steife Latten für einen sehr, sehr guten Snowboarder. Das Custom X hat über die Jahre eine ziemliche Fanbase entwickelt. Aus dem Grund, weil es einfach so ein klassisches Full-Camper-Board ist zum Vollgas geben. Spannende bei dem Board, dass die Nose- und Tailbreite exakt gleich ist und nur die Nose ist ein bisschen höher gezogen wie das Tail und das Dance ist ein bisschen nach hinten versetzt. Jetzt habe ich von der Outline her ein Twin, aber stehe direktional am Board oben. Das erklärt auch, warum man sehr viele Leute mit dem Board in der Pipe sieht oder im Park sieht, die damit einfach 2-3 Meter höher springen wie alle anderen. Ziemliche Maschine auf der Piste zum Carven, weil das halt maximal herhält. Es hat den zweitleichtesten Kern drinnen bei Burton. Es gibt ja 5 verschiedene Holzkerne. Das hat diesen Dragonfly Core drinnen mit dem Carbon Highlight High Voltage Glassing. Das heißt, da steckt neben Glasfaser auch sehr, sehr viel Carbon drinnen, das für eine irrsinnig schnelle Rückstelleigenschaft sorgt. Also wenn man halt das Board flext, wie schnell ist das Board wieder in der ursprünglichen Position. Bitte nur fahren, wenn man sehr gut am Board steht. Für alle anderen empfehle ich das normale Custom und das schauen wir uns als nächstes an.